Ja, hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus und du kennst es vielleicht auch, du lernst Biologie, Biochemie, verwechselst immer wieder die Substanzen, merkst du die Reihenfolge nicht und kommst immer wieder durcheinander, dann bleib dran, denn in diesem Video zeige ich dir, wie du dir zum Beispiel die Mitose, also die Kernteilung, einprägen kannst und am Ende die einzelnen Phasen in der richtigen Reihenfolge langfristig abgespeichert hast. Ja, zuvor möchte ich dir erstmal alles Gute für deinen Start ins Semester oder vielleicht in dein Studium wünschen, denn wahrscheinlich schaust du das Video und gerade geht das Studium los, also viel Erfolg und ja, ein richtig cooles, interessantes ja, Semester wünsche ich dir. Und zuvor gibt es noch eine kleine Ankündigung. Ja, und bevor wir jetzt mit dem Gedächtnispalast starten werden und du erfahren wirst, was die Methurst und der Professor mit der Mitose zu tun hat, wollte ich dir noch sagen, dass wir wieder unseren Online-Lernworkshop stattfinden lassen werden am 17. April. Die Anmeldung findest du auch in der Beschreibung. Und du kennst es vielleicht auch, du bist mit der Stoffhülle überfordert, du bist deprimiert, weil du viele Dinge dir zigmal gefühlt durchliest und am Ende doch wieder das meiste vergessen hast. Und in diesem Workshop werde ich dir zeigen, wie du wirklich die besten und genialsten Lerntechniken selbst für deinen eigenen Lernstoff anwenden kannst und wie du damit dann wirklich enorm viel Nerven und Zeit sparen kannst. Und ein paar weitere Details und Infos noch zu unserem Online-Workshop werde ich dir dann noch am Ende des Videos sagen. So, jetzt geht's aber los mit unserem eigentlichen Thema, mit der Mitose und wie du die Phasen der Mitose mithilfe eines Gedächtnispalastes dir einprägen kannst. Und falls du dich jetzt fragst, was ist überhaupt ein Gedächtnispalast, dann schau gerne mal ein paar Videos dazu hier auf unserem Kanal. Da haben wir schon ganz viele Infos, Tipps und Tricks, wie du Gedächtnispaläste auch selbst bauen kannst und anwenden kannst. Und schau dir da gerne mal ein Video dazu an. Für dieses Video allerdings brauchst du gar nicht unbedingt wissen, was so ein Gedächtnispalast ist. Versuch dich einfach mal darauf einzulassen und du wirst am Ende sehen, wie cool diese Methode, diese Lerntechnik funktioniert. Jetzt aber los geht's! So, auf los geht's los. Also, du siehst hier einen Raum und mit Hilfe dieses Raums wollen wir uns jetzt die einzelnen Phasen der Mitose einprägen. Damit du weißt und dir einprägst, damit wir in diesem Raum uns wirklich die Mitose einprägen möchten und nicht zum Beispiel die Meiose oder andere Dinge, kannst du dir als Eselsbrücke merken, wenn du mal hinten an die Wand schaust, dort ist ein Bild, das so geteilt ist. Und mit diesem geteilten Bild kannst du dir quasi einprägen, dass wir uns mit der Mitose die Kernteilung merken möchten. Und außerdem kannst du dir vorstellen, in so einem Wohnzimmer, in so einem Raum, hast du natürlich immer eine Hose an. Und Mitose klingt ja so ähnlich wie mit Hose. Ist zwar ein bisschen lustig, aber je lustiger die Sachen sind, umso besser kannst du sie auch einprägen. Also, los geht's. Ganz wichtig vorab noch, präg dir die Dinge, die ich dir jetzt erzähle, die einzelnen Bilder wirklich gut ein und versuch dir auch diesen Raum, so gut es geht, mit allen Emotionen und Sinnen, die einzuprägen. Und du wirst dann wirklich sehen, am Ende kannst du die Mitose 1a, die einzelnen Phasen aufzählen und musst die wirklich vielleicht gar nicht mehr wiederholen, sondern kannst die bis zur nächsten Prüfung, zum Abitur, bis zu deiner nächsten Klausur einfach auswendig runterrattern. So, was passiert jetzt in diesem Raum? Auf diesem Sofa, das ist ja cool und verrückt irgendwie zugleich, da hüpft ein verrückter Professor total auf und ab und schreit herum und will uns die Mitose einbläuen und du verstehst irgendwie so gar nichts. Also stell dir vor, wie auf diesem Sofa ein Professor herumhüpft. Ja, und dieser Professor steht jetzt für die erste Mitosephase, nämlich der Prophase. Prophase klingt ja so ähnlich wie Professor. Und deswegen merken wir uns jetzt hier also diesen Professor auf dem Sofa. Also schauen wir mal weiter, was in diesem Raum noch so passiert. An dem Bild da hinten, an diesem geteilten Bild, kannst du dir vorstellen, wie ein Promi vielleicht herausspringt und du freust dich total, weil du endlich diesen Promi mal persönlich kennenlernst. In diesem Fall soll einfach mal eine Frau symbolisch für einen Promi stehen. Und wie gesagt, am besten funktioniert es wirklich, wenn du dir deinen Lieblingspromi vorstellst, der hier wirklich aus dem Bild hüpft und dich vielleicht umarmt und du freust dich so sehr, dass du persönlich deinen Lieblingspromi mal kennenlernst. Vielleicht ahnst du es schon, für welche Phase dieser Promi an diesem Bild jetzt steht. Genau, es steht nämlich für die Prometaphase. Prometaphase klingt ja so ähnlich wie Promi. Und deswegen merken wir uns hier an diesem Bild den Promi. Weiter geht's. Und schau mal, vielleicht hast du auch Hunger wie ich. Hier liegt eine Metwurst, ganz gechillt auf dem Tisch und so halb auf dem Sofa und ruht sich da aus. Und stell dir wirklich vor, vielleicht riechst du diesen Duft dieser Wurst und dir läuft schon das Wasser zusammen. Und mit dieser Metwurst merken wir uns also die Metaphase. Metaphase geht ja so ähnlich an und klingt so ähnlich wie Metwurst. Also gehen wir mal weiter in diesem Raum und schauen, was hier noch alles so Verrücktes passiert. Und schau mal da kommt eine Anna, eine Frau durchs Fenster rein
Und lustigerweise knipst du immer das Licht an und aus. Vielleicht vermutest du jetzt auch schon, für was diese Anna steht, die immer das Licht an- und ausschaltet. Genau, diese kleine Szene steht für Anaphase. Die Frau heißt ja Anna, wie Anaphase. Und außerdem kannst du dir eben noch merken, dass die Anna immer das Licht an- und ausschaltet. Und mit an geht ja auch die Anaphase los. Und hörst du das auch? Hier klingelt total laut ein Telefon und du siehst, dass ein älteres Telefon sich da unten in dieser Nische versteckt hat und du gehst ran und telefonierst vielleicht mit deiner Freundin, mit deinem Freund. Und außerdem wunderst du dich, warum da unten gerade ein Telefon ist und es ist irgendwie so laut und schrill, dass dir schon die Ohren wehtun. Okay, und das war jetzt zum Abschluss nochmal relativ einfach und du ahnst es vielleicht auch hier schon, das Telefon steht für die letzte Mitosephase, für die Telophase. Telefon klingt ja so ähnlich wie Telophase. Also damit wir jetzt sicher gehen, dass wir auch alle fünf Phasen in der richtigen Reihenfolge abgespeichert haben, schauen wir nochmal ganz kurz, was am Sofa passiert ist. Genau, da ist ja der verrückte Professor auf und abgesprungen und hat irgendwelche verrückten, unverständlichen Dinge uns erklären wollen. Ja, und dieser Professor steht eben für die Prophase. Dann ging es weiter mit unserem Lieblingspromi, der aus dem Bild gesprungen ist, uns ganz herzlich umarmt hat. Und dieser Promi stand eben für die Prometaphase. So, und weiter ging es an diesem Tisch und an dem anderen Sofa. Kannst du dich noch erinnern, was da passiert ist? Genau, dort lag eine Mettwurst, die eben für die Metaphase stand. Ja, und dann ging es weiter am Fenster mit der Anna, die uns immer das Licht an- und ausgeknipst hat. Und die Anna steht für die Anaphase. Ja, und ganz am Ende noch haben wir mit dem Telefon telefoniert, vielleicht mit unserem Freund, mit unserer Freundin. Und das Telefon stand für die Telophase. So, ich bin mir sicher, du kannst jetzt wirklich alle Phasen der Mitose fehlerfrei in der richtigen Reihenfolge aufsagen. Wenn es für dich gut geklappt hat, dann gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und schreib mir auch gerne in die Kommentare, wenn du ein Video willst, wo ich dir wirklich auch mit dem Gedächtnispalast zeige, wie du dir die ganzen einzelnen Details und Fakten zur Mitose dir merken kannst. Hier habe ich dir jetzt nur ein kleines Beispiel mal gezeigt, wo jetzt noch nicht so komplex war, aber ich kann gerne mal ein Video auch noch dazu erstellen, wo ich dir zeige, wie du dir auch noch die ganzen Details zu den einzelnen Phasen einprägen kannst, die man ja dann auch in der ein oder anderen Prüfung wissen und können muss. Und wenn du jetzt noch weitere Gedächtnispaläste dir anschauen möchtest, dann schau hier mal auf unseren YouTube-Kanal. Dort haben wir schon Gedächtnispaläste und Merkvideos, zum Beispiel zum Thema Beta-Oxidation, zum Citratzyklus, zum Plexus brachialis und so weiter erstellt. Schau sie dir gerne an und sag uns auch, welche Themen du noch haben möchtest, die wir quasi in Gedächtnispaläste verpacken sollen. Und wie gesagt, wenn du dir selbst solche Gedächtnispaläste bauen möchtest, wenn du dir wirklich viel Zeit und Nerven beim Lernen und gerade beim Auswendiglernen sparen möchtest, dann schau gerne mal bei unserem Workshop am 17. April vorbei. Melde dich einfach jetzt schon gleich an, der Link ist in der Beschreibung. Und du wirst wirklich lernen, wie du selbst diese coolen und genialen Lerntechniken an deinen eigenen Lernstoff anwenden kannst. Und wenn du wirklich mal gelernt hast, wie du diese Lerntechniken anwenden kannst, dann kannst du dein ganzes Studium und darüber hinaus noch davon profitieren. Und ich werde dir wirklich meine ganzen Tipps, Erfahrungen in diesem Workshop mit an die Hand geben und weitergeben. Denn ich habe mittlerweile schon mehr als 15 Jahre intensiv diese Lerntechniken im Biostudium, im Medizinstudium selbst angewandt, habe damit Gedächtnissport betrieben und so weiter. Und genau dieses Wissen möchte ich mit dir teilen. Und ich kann dir wirklich versprechen, du wirst begeistert sein, was man mit diesen Lerntechniken alles ja erreichen kann, wenn man sich wirklich mal die Mühe macht, sich diese Lerntechniken anzueignen und sich wirklich intensiver mit dieser Thematik mal auseinanderzusetzen. Ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Erfolg in deinem Studium und würde mich freuen, wenn wir uns dann am 17. April am Samstag sehen und wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao.